zu. Ja, sind wir auch noch. Ihr seid schon genug. Mehr. Ich brauche dich nicht mehr. Okay. Stimmt, wir wollten jetzt mal den Kleriker mitnehmen. Um mal zu gucken. Mit. Mit dem darin kommen. Das Ding. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. Hier unten habe ich einen der Schläuche durchtrennt, um die Mutanten abzuhängen. Dabei hat dieses Brackwasser allerdings die ganze Ebene verseucht. Das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Auch nicht. So. Da kommen wir nicht hin. Beziehungsweise müssen wir jetzt den Code finden. Dann gehen wir jetzt trotzdem dahin, gucken, ob wir da den Code finden. Irgendwo.
Ohne Verstärkung sollten wir hier nicht lange bleiben.
Tja, hier kommen wir wohl nicht weiter. Wie das aussieht. Mensch, diese verdammte Fliege, ey. So, versuchen wir mal einen anderen Punkt. Riecht nach Tod. Nervchen schmeißen, ey. Die sind da immer richtig an der Rand. Furchtbar. Mensch, ey. Oh, oh. Sind viele, zu viele starke Viecher unterwegs hier. Damals auch schon mal versucht. Da waren überall, glaube ich, immer so eine krassen Viecher davor. Wollen wir wahrscheinlich noch nicht probieren. Thank you.
Und gehen wir in den normalen Weg. Und leider auch etwas zu stark wie der Priester. Richtig Nullbund kriegst du nur auf die Fresse, ey. Furchtbar. Das ist schon echt ganz schön schwer gemacht.
vorknüpfen. Viel zu stark. Da fehlt noch was. Der Ankunft. Klingt ja auch nett. Boah, das ist so viel. Das sind auf jeden Fall noch ein paar Stufen, die darin fließen. Ohne Schlüssel wird das nichts. Ein ominöser Zettel. Fred war hier. Oder Fred. Wundervoll.
Wenn unser Zeitalter naht, dann kommt das hier alles weg. Ich habe jetzt keine Zeit. Auch wenn ich nicht umhin kann, die Ästhetik der Kuppel zu bewundern, so bin ich dennoch der Meinung, dass die Kleriker es nicht verdient haben, die Technik der Energieschilde zu besitzen. Sie wurde von uns erfunden und dort sollte sie auch bleiben. Ha! Willkommen im Lager der Unreinen, wo sich die armen Seelen treffen, die diese stinkenden Kleriker nicht in die Stadt lassen. Was macht ihr hier? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Wir warten hier darauf, dass sich die feinen Herren Kleriker dazu entschließen, uns in die Stadt zu lassen. Es gibt einige Outlaws in der Stadt, die Kleriker bereits bearbeiten, dass die Eingangskontrollen gelockert werden. Aber sowas braucht Zeit. Wenn man von Planung keine Ahnung hat, braucht es in der Tat Zeit. Hör mal, Großmaul. Aufschneider können wir hier nicht gebrauchen. Also mach es dir hier nicht zu gemütlich. Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Nein. Da du kein Outlaw bist, würde ich es an deiner Stelle erst einmal versuchen. Wenn er dich wegschickt, dann komm wieder zu mir. Ich wüsste vielleicht, wie du hineinkommst. Das ist allerdings mit etwas Risiko verbunden. Das war wohl nichts. 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 Ah.
Zu einfach. Ich suche einen Kerl namens Ray. Er ist ein Outlaw und hat meist eine ziemlich große Klappe. Du hast ihn nicht zufälligerweise in letzter Zeit gesehen? Und wenn es so wäre? Pass auf, du sagst mir besser Bescheid, wenn du den Kerl irgendwo siehst, klar? Was zahlst du für eine Information über Ray? Du nimmst besser den Mund nicht so voll. Du kannst froh sein, wenn ich dir deinen Schädel nicht verbeule. Ich werde dich... Charmant. Halt! Keinen Schritt weiter! Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Lass uns gehen. Wir sind hier nicht erwünscht. Hier mal lieber den Kleriker mitnehmen. Einen Schritt weiter. Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen.
Woher bekomme ich eine Zugangskarte? Gar nicht mehr. Wir haben Weisung, niemanden mehr hineinzulassen. Diese Stadt ist ein Pulverfass und wir Kleriker versuchen alles, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr schädliche Elemente in die Stadt zu lassen. Die Outlaws scheinen mit unserer Führung nicht ganz zufrieden zu sein. Aber ohne Ordnung und Gesetze kann keine Zivilisation bestehen und wir können hier keinen Aufstand gebrauchen. Es gibt eine Menge Leute, die nicht in die Stadt kommen. Mit denen kannst du dich ja zusammenschließen. Sie haben sich weiter draußen in einem der alten Häuser eingenistet. Wie steht es um Truppenbewegungen der Alps hier in der Gegend? Tja, hier in Abessa ist eine Menge los, kannst du dir vorstellen. Was vor allem daran liegt, dass wir uns hier so nah an Xarkor, dem Eisland im Norden, befinden. Mich interessieren vor allem die Elexitoren. Jetzt, wo du es sagst, Elexitor Kallax ist vor ein paar Tagen mit seinen Soldaten und einer Truppe Kampfmaschinen hier vorbei Richtung Norden gezogen. Keine Ahnung, was er hier wollte, aber er schien sich nicht für unsere Stadt zu interessieren. Kallax zog in den Norden. Wie lange ist das her? Ich sagte ja, ein paar Tage. Er ist mit Sicherheit schon wieder in der Hauptbasis der Alps, im Eispalast oben in Xarkor. Warum interessiert dich das? Du bist doch nicht so lebensmüde und willst es mit den Elexitoren aufnehmen, oder? Nein, ich bin noch nicht so weit. Aber es ist gut zu wissen, was der Feind vorhat und wo er sich gerade befindet. Oh Mann, noch so ein Spinner mit Heldenkomplex. Ich hoffe, das ist nicht ansteckend. Komm mir bloß nicht zu nah. Halt! Ohne Güte. So viel dazu. Ich werde dich... Einst lebten hier zivilisierte Menschen. Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Ja. Und er hat dich nicht reingelassen, richtig? Sonst wäre ich nicht hier. Also pass auf. Ich habe eine Möglichkeit, wie du in die Stadt kommst. Aber die ist riskant, weil du möglicherweise nicht mehr herauskommst. Wieso sollte ich nicht mehr herauskommen? Nicht, dass es dir wie Cooper ergeht. Du solltest eines wissen. Jeder, der keine gültige ID hat, wird von den Klerikern nicht durchgelassen. Nicht in die Stadt, aber auch nicht mehr aus der Stadt. Wieso sollte man Leute in der Stadt festhalten? Alter, ich hab keine Ahnung. Frag die Kleriker. Deren Regeln versteht doch sowieso kein Schwein. Da kommen wir auch schon zum Kern der Sache. Wenn du möchtest, gebe ich dir eine gefälschte ID-Karte. Allerdings habe ich eine Bedingung. Wir haben Cooper bereits in die Stadt geschleust. Aber jetzt kommt er nicht mehr heraus. Du musst ihm eine ID mitbringen, sodass er die Stadt wieder verlassen kann. Aber sei dir bewusst, was passiert, wenn du damit entdeckt wirst. Du kommst nicht mehr heraus. Deswegen traut sich auch niemand von uns damit hineinzugehen. Ich mache es. Gib mir eine ID-Karte. Hier hast du's. Ach, Scheiße. Ich hab ganz vergessen, dass Vic alle dabei hat. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Solange Vic nicht wieder da ist, kann ich dir auch keine ID fälschen. Er hat die ganzen Blankokarten. Und wann kommt dieser Vic wieder? Tja, gute Frage. Der ist schon einige Zeit weg. Sie wollten eigentlich nur um die Ruinen hier ziehen und nachsehen, ob es hier noch etwas gibt, das es sich einzusacken lohnt.
Du könntest ja nach ihnen suchen, wenn du es eilig hast, in die Stadt zu kommen. Sie sind Richtung Nordwesten aufgebrochen. Durchsuche einfach die ganzen Häuser, die da so stehen. Dann wirst du sie schon finden. Sowas aber auch. Alles klar. Der Krieg muss einfach ein Ende finden. Sei lieber still. Wer anderen eine Grube gräbt, sollte eben nicht mit Steinen schmeißen. Ich traue mich gar nicht, darüber zu reden. Das glaube ich ja nicht.
Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Zu einfach.
uns mal gucken gehen. Das bleibt nicht ungestraft. Brauchen wir also auch noch nicht probieren. Was aber auch. Ich habe jetzt keine Zeit. Interessant. Vic ist tot, aber ich habe die ID-Karten bei seiner Leiche gefunden. Er ist tot? Ach, scheiße. Hat er sich wieder mal nicht damit zufrieden gegeben, nur leerstehende Ruinen zu durchsuchen, was? Er konnte es einfach nie lassen. Frauen oder wertvolle Sachen. Da ist er immer durchgedreht. In Kombination konnte das Böse enden. Naja, wie dem auch sei. Gib mir die ID-Karten. Ich muss sie noch auf dich anpassen. So, fertig. Gib mir die gefälschte ID. Alles klar, warte kurz. Dein Bild muss da noch eingespeichert werden. So, fertig. Hier hast du deine ID. Und hier hast du die ID für Cooper. Bring sie zu Cooper und achte darauf, dass die Kleriker nichts davon mitbekommen. Wenn Cooper seine ID nicht bekommt, ist er in der Stadt gefangen. Oder schlimmer noch, wird von den Suggestoren zu Gemüse verarbeitet. Alles klar? Halt! Keinen Schritt weiter! Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Ich habe gehört, dass ihr die Menschen in der Stadt gefangen haltet, wenn sie sich nicht ausweisen können. Das ist richtig. Niemand ohne gültige ID darf die Tore der Stadt betreten oder verlassen. Jemand, der sich nicht ausweisen kann, könnte sich auch eingeschmuggelt haben.
Wir können es nicht riskieren, dass sensible Informationen in die Hände des Feindes gelangen. Also halten wir jeden, der raus will und sich nicht ausweisen kann, hier drinnen fest, bis geklärt ist, wo seine ID ist. Stellt sich heraus, dass er gar keine ID besitzt, dann kümmern sich unsere Suggestoren um ihn. Was ist ein Suggestor? Unsere Suggestoren sorgen dafür, dass es in unserer Stadt friedlich bleibt. Wenn jemand Probleme macht, dann wird er entweder aus der Stadt geschmissen, suggestiert oder beides zugleich. Aber keine Sorge, bei einem guten Suggestor merkst du nicht einmal, was passiert. Du änderst einfach nur deine Meinung. Ist dir klar, dass vor euren Toren mit gefälschten IDs gehandelt wird? Zeig her. Gute Arbeit, das wäre mir nicht aufgefallen. Bürger wie dich können wir hier gebrauchen. Ich gebe dir eine legale ID und du bringst diese gefälschten IDs zu Erich. Es gibt allerdings einige Regeln, über die ich dich informieren muss, bevor du rein darfst. Zum Ersten solltest du dich von den Generatoren fernhalten. Dort hat niemand außer den Technikern etwas zu suchen. Die gefälschten IDs, die du mir gezeigt hast, bringst du direkt zu Erich. Bei ihm meldest du jeden, den du ohne Papiere in der Stadt triffst. Nur wenn wir alle zusammenhalten, können wir den Frieden in der Stadt wahren. Außerdem bin ich noch verpflichtet, dir mitzuteilen, dass wir, die Kleriker, nicht die Herren der Stadt sind. Im großen Konzil wurde festgehalten, dass die Kleriker diejenigen sind, die für die Unabhängigkeit der Stadt garantieren sollen. Jeder ist hier willkommen. Auch wenn du nicht dazu verpflichtet bist, so möchten wir dich doch dazu anhalten, auf das Wort unserer Suggestoren zu hören. Das war's. Du kannst jetzt passieren. Wie läuft es hier in der Stadt? Wir haben alles unter Kontrolle. Aber dass wir jetzt sogar schon Alpseparatisten in die Stadt lassen, widerstrebt mir. Auch wenn die Stadt eine Zuflucht für jeden sein soll und ich meine Befehle habe, bin ich damit nicht einverstanden. Es sind Separatisten in der Stadt? Ja, so habe ich auch reagiert. Sie behaupten nicht mehr zu den Alps zu gehören, aber diesen unreinen Wesen kann man nicht trauen. Einsperren und auf Elex-Entzug setzen, so lange bis sie nur noch Gemüse sind, das sollte man mit ihnen machen. Man munkelt, sie hätten ihr Hauptquartier irgendwo im Osten von Abessa. Eigentlich müsste man sie aufspüren und den ganzen Laden da aufräumen, wenn du mich fragst. Nur ein toter Alp ist ein guter Alp. Wo finde ich Erich? Geh einfach den Weg geradeaus in die innere Burg. Dort solltest du auf ihn treffen. Du hast das Konzil von Magallan erwähnt. Richtig. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Alois. Ich habe noch nie großartiges Interesse an der Vergangenheit gehabt. Wer ist Alois? Alois ist der Judikator, der den Vorsitz über die Stadt hat. Du findest ihn im großen Raum in der Burg. Nicht zu verfehlen, da wo die Generatoren drin sind.
Ehrlichkeit wird mal wieder belohnt. Vielleicht direkt meine eigene. Erstmal und bringen erstmal direkt den Kram dahin. Was der hier oder? Nee. Cooper. Hey du! Lass mich raten, ich darf nicht in das obere Viertel. Was? Nein, Blödsinn. Hier darf sich jeder frei bewegen. Ich hab nur eine Frage an dich. Du kommst doch von draußen, oder? Erzähl, wie ist die Lage außerhalb der Kuppel? Warum fragst du? Aus Interesse. Eigentlich kann es uns egal sein. Unter meiner Kuppel kann uns sowieso nichts passieren. Ohne sie wären wir schon lange überrannt worden. Kalan gab uns das Wissen und nun sieh, was wir erschaffen haben. Einen sicheren Hafen für alle Menschen. Du bist für den Bau der Kuppel verantwortlich? Natürlich habe ich sie nicht alleine gebaut, aber ich habe die Pläne für sie entworfen. Mein Name ist übrigens Erich. Konstrukteur der Kuppel und Verwalter über die Techniker und Generatoren, die diese Stadt sichern. Wieso habt ihr nicht auch so eine Kuppel in Ignadon? Die Energie, die diese Kuppel braucht, ist immens und die Fluktuationen müssen konstant ausgeglichen werden. Die Technik ist sehr kompliziert. Es macht keinen Sinn, so einen Aufwand bei einer Stadt zu betreiben, die den Schutz nicht unbedingt nötig hat. Die Felsen rund um den Hort sind ja quasi schon sowas wie eine natürliche Kuppel. Eine zweite komplette Abschirmung ist da nicht nötig. Ich habe eine illegale ID, die ich bei dir abgeben soll. Sag mal, willst du mich jetzt verscheißern? Dich hat doch bestimmt Gregor die Kuppelwache geschickt, oder? Ich hab ihm schon 1000 Mal gesagt, ich bin nicht zuständig. Alois ist der Oberaufseher der Stadt. Bei ihm sind solche Fälle zu melden, klar? Ich werde die IDs zu Alois bringen. Ach, gib schon her die Dinger. Ich kümmere mich darum. Aber merk dir für die Zukunft, dass ich nicht zuständig dafür bin. Zuerst die Zuständigkeit prüfen, sag ich immer. Sonst funktioniert hier nichts. Wenn es also Probleme mit den Generatoren gibt, da bin ich dein Mann. Ich bin es einfach satt, dass alle immer zu mir kommen mit ihren Problemen. Hier hast du die Belohnung, die auf Hinweise zur Ergreifung schädlicher Elemente gesetzt wird. Ich hole mir die Splitter einfach von Alois wieder. Wir werden prüfen, auf wen diese ID personalisiert wurde. Und den Rest kümmert sich dann einer unserer Suggestoren. Danke für deine Hilfe. Kann die Kuppel die Alps aufhalten? Natürlich. Was denkst du, warum wir sie gebaut haben? Solange wir den Energiefluss konstant halten können, ist es kein Problem. Leider ist das nicht ganz so einfach. Einige der Energieregulatoren hatten schon wieder Fehlfunktionen. Ist es nicht gefährlich, wenn die Energieregulatoren nicht richtig funktionieren? Doch, ist es. Wenn wir jetzt angegriffen würden, könnte es wirklich kritisch werden. Wegen der kaputten Energieregulatoren. Was passiert, wenn sie nicht ersetzt werden? Wenn nur einer der Regulatoren ausfällt, könnte es passieren, dass die Kuppel eine Notabschaltung durchführt. Andernfalls könnte die Entladung dazu führen, dass gewaltige Schäden in der Stadt entstehen. Ob Entladung oder Notabschaltung, in beiden Fällen wäre die Stadt den Alps schutzlos ausgeliefert. Der Kater spielt hier mit dem Ball. Wie viele Energieregulatoren sind kaputt? Na, alle. Das ist ja das Problem. Allerdings habe ich bei den meisten schon für Ersatz gesorgt. Nur Lutz hat seinen noch nicht bekommen. Ich werde dir mit den Energieregulatoren helfen. Wirklich? Eigentlich wollte ich es gerade selber machen. Wenn du mir hilfst, ist auch eine kleine Belohnung für dich drin. Du solltest dich unseren Aufnahmeprüfungen in Ignadon stellen. Du könntest einen guten Kleriker abgeben. Ich habe den verbliebenen Energieregulator hier bei mir. Bring ihn bitte zu Lutz und hilf ihm, den Regulator einzubauen. Du findest ihn am nördlichen Kuppelpfeiler auf der Mauer.
Komm wieder zu mir, wenn du das erledigt hast. Thank you.
Dalütz. Wer ist da? Lütz. Cooper, Outlaw, wohnhaft Abessa, geflüchtet aus dem Kriegsgebiet Tavar. Bist du das? Ja, das bin ich. Wenn ihr Schweine mir schon wieder irgend... Stille. Aus deinem Mund wird kein Ton mehr zu hören sein. Ich... Du wirst die Stadt verlassen. Du hast schlimme Dinge hier erlebt. Du traust dich nicht mehr zurück. Du wirst in der Wildnis leben und dich von dem ernähren, was du dort findest. Dein Geist wird leer sein. Du wirst glücklich über dein neues Leben sein und nie wieder einem Menschen Leid antun. Ich raus muss raus, fühle mich nicht wohl. Verrückt. Ich da mal schöne Hirnwische verpasst und ist weg. Krass. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Auch generell an gar nicht mehr so viel. Kann mich hier nur an das Lager noch erinnern. Aber danach hatte ich ja dann, also doch, glaube ich, mal kurz in der Wüste waren wir ja dann auch noch irgendwie, aber dann hört's dann auf. Frischfleisch. Diese Aussage entspricht nicht den Tatsachen. Selbst wenn man uns als Fleisch bezeichnen würde, dann wäre der Grad an Frische nicht... Rede lieber nicht weiter. Wie hast du bloß die Kuppelwachen umgangen? Oder haben sie dich aus Mitleid reingelassen? Du wärst nun mal nicht der Erste, der hier Unterschlupf sucht. Jedenfalls freut es mich, auf ein neues Gesicht zu treffen. Seit Alois die Sicherheitsmaßnahmen verschärft hat, sehe ich die immer gleichen Fressen. Da bist du genau der frische Wind, den ich gebrauchen kann. Oh, Verzeihung. Jetzt hab ich schnell genug den Knopf gedrückt. Entschuldigung. Warum bist du hier? Weil man hier für gewöhnlichen Haufen Splitter machen kann. Die Nähe zu den Alp sorgt dafür, dass die Leute nervös sind und in ihre Sicherheit investieren. Gerne auch zu überhöhten Preisen. Und genau da komme ich ins Spiel. Und versorge sie mit Waffen. Jedenfalls bis vor kurzem. Mittlerweile hat man mir innerhalb der Kuppel das Handeln verboten. Und das lässt du dir gefallen? Mir sind einfach die Hände gebunden. Ohne ID-Karte ist es unmöglich, an den Wachen vorbeizukommen. Dummerweise habe ich meine aus der Hand gegeben. Und was macht eine Geschäftsfrau ohne Geschäft? Sie erzählt Kerlen wie dir, wie ungerecht die Welt doch ist. Nochmal zu deinem Handelsverbot. Ja, ja. Komm mir jetzt nicht damit, dass der Handel mit Waffen eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Was bitteschön machen ein paar Waffen mehr oder weniger schon aus? Sollen wir etwa mit Steinen nach den Alps schmeißen, wenn es losgeht? Nichtsdestotrotz hat man alles konfisziert und eingeschmolzen. So sieht die angebliche Neutralität aus, die hier herrschen soll. Soll ich jetzt Mitleid haben?
Nein, du sollst die Klappe halten und mir zuhören. Wer glaubt, ich lasse mir das einfach so bieten, irrt. Da ich aus Tavar in nächster Zeit kaum Nachschub erwarten kann, musste ich andere Quellen auftun. Nimm diese Separatisten zum Beispiel. Sie führen hochwertiges Zeug mit sich herum. Und einer von ihnen, Radok heißt er, hat auch durchaus Interesse daran, mich zu beliefern. Aber ich muss jemanden finden, der hier frei ein- und ausgehen kann. Er hält sich nämlich in sicherer Entfernung von der Kuppelstadt auf. Und da ich hier nicht weg kann, läuft mein Geschäft erst wieder, wenn der Kontakt hergestellt wurde. Vertraust du jedem deine Pläne an? Denkst du, ich habe Angst, dass du mich bei den Klerikern anschwärzt? Selbst wenn du mich verpfeifen solltest, ohne Ware steht dein Wort gegen meins. Und so wie ich das sehe, führen wir hier nur ein Gespräch über das Recht und Unrecht dieser Welt. Ich könnte dir beim Waffenschmuggel helfen. Eigentlich spricht nichts dagegen. Du bist kein Kleriker und du bist neu hier. Das reicht, damit ich dir vertraue. Also, Folgendes ist zu tun. Verlass die Stadt und such Radok auf. Da er nicht die Verbindungen wie ich vorweisen kann, sitzt er auf seiner Ware und wird sie nicht los. Schwatz sie ihm ab und bring sie mir. Wo soll ich nach Radok suchen? Das Hochland ist groß, aber bei unserer letzten Unterhaltung sagte er mir, er bricht nach Nordosten auf. Er erzählte irgendwas von einer kaputten Windkraftanlage oder so. Such die Gegend dort nach ihm ab. Mit Glück hält er sich dort noch auf. Mehr Waffen sorgen für... Mieser Dieb! Hey du, ich hab dich gehört, wie du mit Erich gesprochen hast. Er hat dir doch einen Energieregulator für die Kuppel gegeben, oder? Ich hätte da einen Deal anzubieten. Gib mir den Energieregulator und ich sorge dafür, dass du hier heil rauskommst, wenn alles zu scheiße wird. Was willst du mit dem Regulator? Ich werde ehrlich zu dir sein. Ich glaube nicht, dass die Herrschaft der Kleriker hier noch lange bestehen wird. Und wenn es knallt, dann will ich eine, sagen wir, Hintertür haben, um hier wieder rauszukommen. Ich will den Regulator modifizieren, sodass er mir diese Hintertür aufhält. Ich schraube ein bisschen an ihm herum, gebe ihn dir wieder, du bringst ihn an seinen Bestimmungsort und wir alle sind zufrieden. Na, was hältst du davon? Was habe ich davon, wenn ich ihn dir gebe? Bist wohl auf deinen Vorteil aus, was? Diese Einstellung respektiere ich. Was hältst du von 100 Splittern? Ich werde dir den Regulator nicht geben. Wie du willst. Dann eben nicht. Aber komm nicht zu mir und frag nach Hilfe, wenn hier niemand mehr rausgelassen wird. Bist du aus der Wüste geflohen? Geflohen? Nein. Mein Aufenthalt hier ist nur konsequent. Die Wüste ist zwar meine Heimat, aber da wartet auch ein ganzes Heer an Arschmaden, die mir das Leben schwer machen. Hier kann ich mein Talent besser einbringen als beim Duke. Und du glaubst, hier ist es besser? Eine Zeit lang war ich davon überzeugt, ja. Seit die Berserker sich immer breiter machen, fliegen die Fäuste. Einer dieser Kerle hat sogar meiner Gefährtin den Schädel eingeschlagen. Und jetzt hat dieses Schwein es auf mich abgesehen. Helfen will mir natürlich niemand. Haben allesamt die Hosen voll. Welcher Berserker macht dir Probleme? Brabak, ein Bulle von einem Mann und zweimal so hässlich. Aber wenn er austeilt, kannst du deine Knochen neu sortieren, sofern du überlebst. Wegen Brabak. Wo treibt er sich herum? Meist hält er sich in der Nähe der Kneipe auf. Folge einfach deiner Nase. Wenn es nach Pisse riecht, bist du richtig. Überlass ihn mir. Ich halte dich nicht auf. Im Gegenteil.
Wenn du denkst, du schaffst ihn, richte ihm aus, dass er sich von mir fernhalten soll. Auch wenn es wohl besser wäre, wenn du ihm hinterrücks ein Messer in die Rippen rammst. Ich hätte es jedenfalls schon längst getan, aber dazu fehlt mir der Mut. Aber ganz egal, wie du es anstellst, komm danach zu mir und ich zahle dich aus. Lass uns handeln. Alles klar. Mal lieber behalten, der ist aber nicht, ob wir brauchen kann. Bin da nicht so sicher, ob das nicht irgendwie noch voll ist.
Aber müssen wir pullern.
Finger weg von meinen Maschinen! Tut mir ja leid, dass ich das so direkt sagen muss, aber bei jemandem, der von draußen kommt, kann man schließlich nicht vorsichtig genug sein. Und ich kann niemanden gebrauchen, der mir hier Probleme macht. Die Energieregulatoren sind im Arsch. Der Überspannungsmesser schlägt aus ohne ersichtlichen Grund und die Schirmprofiler geben komische Werte zurück. Ich habe wirklich keine Zeit, mich um irgendetwas anderes zu kümmern. Erstmal muss ich mir eine Lösung für die ganzen Probleme überlegen, angefangen bei den Ersatzteilen. Erich schickt mich. Kalan sei Dank. Hast du den Energieregulator? Ja, hier hast du ihn. Sieht gut aus. Danke, dass du mir das Ding gebracht hast. Ich werde ihn sofort einbauen, danke. Am besten gehst du zurück zu Erich. Du kannst ihm sagen, dass ich ihn gerade einbaue. Wer ist da? Wer ist da? Was ist hier los? Was hast du vor? Lutz hat den Energieregulator bekommen. Ich habe nichts anderes erwartet. Kalan, dank dir. Hier hast du eine Kleinigkeit für deine Mühen. Wer ist da? Doch Schritte. Hast du was verloren? Du bist nicht aus Goliath hierher geflohen, oder? Nee, ich war vorher im Tal, hab mich aber versteckt in einer Kiste den Aufzug hochtransportieren lassen. In einer Kiste? Ja, und das ist den Idioten noch nicht einmal aufgefallen. Du hast vielleicht ein Glück. Mit Glück hat das nichts zu tun. Können, mein Lieber. Und wie ging es dann weiter? Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Lust auf ein Bier? Klar doch. Na dann, mir nach. Die Rationsausgabe wurde geändert. Der Lastek Erika legt fest,
dass jeder Bewohner von Abesam sich ab sofort freie Rationen bei Jörg abholen kann. Bezeichnet die Kleriker. Wie ist die Lage in der Stadt? Die Stadt steht kurz vor der Explosion. Outlaws, Berserker, Kleriker. Alle auf einem Haufen. Ich sage dir, das wird nicht mehr lange gut gehen. Man sollte sich gut überlegen, wem man hier einen Gefallen tut und wem nicht. Besonders diese verdammten Outlaws überall gehen mir auf die Nerven. Du scheinst Outlaws nicht leiden zu können. Wundert dich das? Wir haben viel zu viele von ihnen in der Stadt. Sie machen nichts als Probleme. Und draußen vor der Stadt auf dem alten Hof hängen schon wieder ein halbes Dutzend von ihnen herum. Ich wünschte, irgendjemand würde sie einfach vertreiben, wenn du verstehst, was ich meine. Du willst, dass die Outlaws vor der Stadt sterben? Wow, immer langsam. So habe ich das nicht gesagt. Auch wenn ich es bestimmt nicht schade fände, wenn sie keinen Ärger mehr machen würden. Wegen den Outlaws vor der Stadt? Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden bringt, auch großzügig entlohnen. Wenn der Preis stimmt, werde ich mich um die Outlaws kümmern. Gut ausgerüstet siehst du ja nicht aus. Aber gut, wenn du es wirklich schaffst, will ich mich nicht beschweren. Die Bezahlung sollte kein Problem sein. Geh einfach zu den Outlaws und bring mir ihre Köpfe. Dann bekommst du deine Bezahlung. Du willst ihre Köpfe? Bei Kalan, nein. Was soll ich denn mit ihren Köpfen? Das habe ich nur so gesagt. Sorg einfach dafür, dass die Outlaws verschwinden. Und lass dich bloß nicht auf einen Handel mit ihnen ein. Sonst kannst du deine Belohnung vergessen. Von welchen Outlaws redest du genau? Du bist ihnen bestimmt schon begegnet. Sie sammeln sich östlich von hier auf einem der alten Höfe. Gar nicht weit von der Stadtmauer entfernt. Der Staub der Straße beehrt mich. Also was bist du? Händler, Kopfgeldjäger oder ein Niemand wie die meisten da draußen? Ich bin ein Heimatloser. Och, wie rührend. Mir kommen glatt die Tränen. Aber bevor du nach einem Rest Dosenfutter bettelst, hier, betrachte es als eine Spende vom Duke. Er hat mir genug davon mitgegeben. Behalte deine Almosen. Eine Spende vom Boss abzulehnen ist unklug. Du solltest seine Großzügigkeit zu würdigen wissen. Wie lebt es sich hier? Bevor du anfängst, mir Löcher in den Bauch zu fragen, rauch erstmal eine mit mir. Ich habe das beste Zeug dabei, also was darf's sein? Ich rauche nicht. Naja, deine Entscheidung. Ab und zu ist ein bisschen Durchzug in der Birne genau das Richtige. Mehr für mich, weniger für dich. Und weil du wissen wolltest, wie das Leben hier ist, sollten wir zum geschäftlichen Teil kommen. Geschäfte? Mit dir? Natürlich. Oder siehst du hier sonst noch jemanden, der die Taschen voller Splitter hat? Also, die Sache ist die. Die Kleriker drücken seit Jahren dieser Stadt ihren Stempel auf. Und der Duke denkt, dass sie das auf kurz oder lang überall vorhaben. Kurz gesagt, die Kuppelstadt könnte der Ausgangspunkt für einen Feldzug sein. Und das beunruhigt ihn. Mein Auftrag ist es herauszufinden, ob sich da was zusammenbraut, das uns gefährlich werden kann. Welche Informationen hast du bisher über die Kleriker zusammengetragen? So gut wie nichts. Ich habe mich bisher nicht sonderlich geschickt angestellt. Du brauchst einen Spitzel, nehme ich an. Kluges Kerlchen.
Und ich verrate dir auch, warum ich dich einweihe. In deinem Blick sehe ich, dass du ihnen nicht auf den Leim gehen wirst. Du bist nicht so einfältig und glaubst jeden Mist, den man dir vorkaut. Und was erwartest du jetzt von mir? Alles, was du tun musst, ist einem Typen auf den Zahn zu fühlen. Lutz heißt der Bursche und arbeitet als einer von Alois Technikern. Soweit ich weiß, versucht die Bande mit ihren Brüdern in Ignadon Funkkontakt herzustellen. Quetsch ihn also aus und bring ihn zum Singen. Ich will wissen, ob in nächster Zeit eine Offensive bevorsteht. Sobald du eine brauchbare Information gewonnen hast, kommst du zurück. Wenn du glaubst, ich handle gegen die Kleriker, liegst du falsch. Gegen ist so ein hässliches Wort. Sagen wir einfach, du arbeitest für deine Tasche. Also tu mal nicht so scheinheilig und mach dich locker. Vergiss es. Wenn du irgendwo in deinem Kopf einen Funken Restverstand hast, erkennst du hoffentlich, wie dumm es ist, vor diesen Typen zu kriechen. Warum glaubst du, dass ein Techniker über die Strategie der Kleriker Bescheid weiß? Ganz einfach. Wenn irgendwo ein Draht durchschmort, wird er gerufen. Schwingt er dann den Schraubenschlüssel, schnappt er sicher etwas auf. Es ist also gar nicht notwendig, dem Funkmeister auf den Sack zu gehen. Ein kleiner Umweg und wir kriegen die Informationen auch so. Lass mich. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Keine Zeit. Komm später wieder. Komm später wieder. So, ich muss auch wieder los. Hey, was gibt's denn da zu glotzen? Dieser Bereich hier ist den Flüchtlingen vorbehalten. Hier gibt es nichts zu holen für euch, Plünderer. Verschwinde hier! So hübsch und doch so vorlaut? Noch so ein blöder Spruch und du wirst mich kennenlernen, Freundchen. Bist du immer so aufbrausend? Was erwartest du, ein nettes Mädchen vom Lande? Ich bin in Goliath aufgewachsen. Wenn du schon einmal dort warst, dann weißt du, dass das Leben dort ziemlich hart sein kann. Was macht jemand wie du in dieser trostlosen Gegend? Die Menschen hier brauchen meine Hilfe. Viele sind hier gestrandet und wissen nicht, wie sie den nächsten Tag überstehen sollen. Ist das nicht die Sache der Kleriker? Ha. Wenn sie sich doch genauso um die Menschen hier kümmern würden, wie um ihre kleinen Kriegsspielchen, dann müssten die Leute hier auch nicht im Dreck leben. Du scheinst eine sehr starke Magierin der Berserker zu sein. Naja, ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich hätte sein wollen. Auf meiner Pilgerreise habe ich schon viel gelernt. Jedoch stagniert meine Entwicklung, seit ich hier bin. Du bist noch in der Ausbildung? Nein, so würde ich das nicht bezeichnen. Von den Berserkern in Goliath kann ich nichts mehr lernen. Auch wenn sie das gerne anders sehen wollen. Meine Kraft ist, seit ich das erste Mal Magie wirkte, stetig angewachsen. Es hat irgendwie mit dem Mana und der Natur des Elex zu tun. Ich verstehe immer mehr die Zusammenhänge. Ich werde immer stärker. Es hört einfach nicht mehr auf. Es ist erschreckend. Wenn du so mächtig bist, warum ziehst du nicht in die Schlacht? Das ist ja das Problem. Ich kann meine Kräfte nicht kontrollieren. Manchmal sind sie übermächtig und fegen alles aus dem Weg. Leider auch nicht selten meine eigenen Leute. Aber die meiste Zeit bin ich genauso verwundbar wie jeder andere Krieger. Darum bin ich auf Pilgerreise, um diese Misere in den Griff zu bekommen. Jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen. Ha, möchte ich wetten. Glaub mir, Freundchen, mich zu zähmen haben schon ganz andere versucht. Ich könnte dir helfen. Ja, ja. Wenn ich dich so ansehe, dann hast du selbst genug Probleme. So ein ernster Blick passt nicht zu deiner restlichen Erscheinung. Irgendetwas stimmt doch nicht mit dir, Fremder. Na, was ist es? Bist du aus Stims oder hast du das große Mutantenflattern?
Elix-Entzug. Mein früheres Leben sah ein wenig anders aus als heute. Ha, ein ehemaliger Alpsoldat. Wusste ich's doch. Tja, Eisklotz. Da haben wir wohl einiges gemeinsam. Wie auch immer, besser du behältst deine Griffel bei dir. Ich merk's sofort, wenn du was versuchst, klar? Wie sieht's jetzt aus? Mein Angebot steht immer noch. Und was genau hast du vor? Ich stecke mitten im Krieg gegen die Elixitoren und versuche dafür eine schlagkräftige Kampftruppe zusammenzustellen. Ach ja? Und du glaubst, ich beteilige mich an deinem kleinen Scharmützel? Als Gegenzug für deine Kampfkraft biete ich dir an, deine magische Entwicklung zu fördern. Du sagtest selbst, je länger du hier bleibst, umso unberechenbarer wirst du. Willst du die Menschen, die du zu schützen versuchst, durch deine eigene Hand in Gefahr bringen? Nein. Aber warum sollte ich ausgerechnet dir folgen? Ich kenne Elex und die Magie. Ich kenne die Impulse, die dich im Schlaf verfolgen. Ich kenne die Albträume und den Drang der Vernichtung. Jeden Tag aufs Neue versuchst du. Okay, okay, hör auf damit. Du hast mich überzeugt. Ich pack meine Sachen und warte draußen vor dem Haupttor. Ich rate dir aber, da aufzukreuzen. Sonst wird es ein kurzes Gastspiel, Freundchen. Gute Entscheidung. Ich werde da sein. Das möchte ich dir auch raten. Ich bin davon nicht überzeugt. Wie soll das alles bloß enden? Was willst du von mir, Mensch? Mich vertreiben? Oder gar töten lassen? Ihr Menschen macht mir keine Angst. Ihr seid die Pest dieses Landes. Obwohl... Irgendetwas ist anders an dir. Treibst du dich öfter unter unseresgleichen herum? Ich war selbst einst ein Alp. Wenn das der Fall ist, dann entschuldige. Du siehst aus, als hättest du dem Elix-Konsum abgeschworen. Mögen deine Entscheidungen logisch sein. Die Kerle kann ich nicht leiden. So kann das doch nicht weitergehen. Ich bin davon nicht überzeugt. Hey du. Verdammt, ich erkenne dich. Du bist... Ja, Fink, ich bin's, dein ehemaliger Commander. Aber häng es nicht so an die große Glocke, okay? Ich hörte, sie hätten dich erschossen. Scheinbar eine Fehlinformation. Wir leben hier unter Menschen, also versuchen wir uns den menschlichen Ritualen anzupassen. Hiermit heiße ich dich willkommen in der Kuppelstadt. Wirst du hier bleiben und uns bei unserer Sache unterstützen? Was ist eure Sache? Wir haben dafür gekämpft, in die Stadt zu dürfen. Und jetzt kämpfen wir darum, hier zu bleiben. Also, wirst du uns unterstützen? Ja, wir müssen zusammenhalten. Draußen herrscht Krieg. Die Menschen müssen einsehen, dass wir, zumindest für einige Zeit, dieselben Ziele verfolgen. Die Menschen schreien nach Frieden, während sie die Waffen aufeinander richten. Ich werde die Natur des Menschen niemals verstehen. Wir, du und ich, teilen ein ähnliches Schicksal. Es ist logisch, dass wir zusammenhalten. Wenn wir es nicht schaffen, neben den Menschen zu existieren, wird der Krieg niemals enden. Wieso werdet ihr in der Stadt geduldet? Das ist genau das, was wir werden. Geduldet. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr hier in der Stadt bleiben dürft, schätze ich als nicht besonders gut ein. Vermutlich hast du damit recht. Diese Stadt ist ein Bollwerk gegen den Krieg und jeder sieht etwas anderes in ihr. Die Outlaws sind der Meinung, sie werden unterdrückt und bekommen nicht genug Macht. Die Kleriker behaupten, sie wären neutral, auch wenn sie es offensichtlich nicht sind. Die Berserker hier sind feige und verstecken sich vor ihrem eigenen Gesetz. Wir sind die einzigen, die ernsthaft versuchen, Frieden zu finden. Wir sehen, was die Alps anrichten und wir sehen, wohin das führen kann. Wir und die Menschen teilen die gleichen Ziele. Das ist der Grund, warum wir geduldet werden. Braucht ihr Hilfe? Es ist gut, dass du deine Hilfe anbietest.
Die Berserker arbeiten bereits daran, uns aus der Stadt schmeißen zu lassen. Auch wenn sie uns nicht als Menschen sehen, so sind wir trotzdem auf Schutz angewiesen. Die Bedrohung der Alps aus Xarkor betrifft uns alle. Du bist einer von uns, aber die Menschen scheinen dies nicht zu erkennen. Wenn sich ein Mensch für uns einsetzen würde, hätten wir eine Chance, gegen Caleb und York anzukommen. Wegen eurer drohenden Verbannung aus der Stadt. Erklär mir deine Seite der Geschichte. Ein Berserker namens York hat uns beschuldigt, Spitzel der Alps aus Xarkor zu sein. Er behauptet, er habe uns gesehen, wie wir mit ihnen Kontakt hatten, um Informationen über die Generatoren auszutauschen. Einen von uns haben sie bereits aus der Stadt geworfen. Lass dir gesagt sein, die Anschuldigungen sind eine Lüge. Wir sind keine Freunde der Alps aus Xarkor. Wir sind Geflohene. Ich werde euch helfen. Gut, dass du dich dazu entschlossen hast. Am besten gehst du direkt zu York. Auch wenn Caleb derjenige ist, der die größten Anschuldigungen gegen uns vorgebracht hat. Aber seine Argumente beruhen einzig und allein auf dem Augenzeugenbericht von York. Wenn York zu den Klerikern geht und ihnen berichtet, dass er gelogen hat, dann hätte Caleb nichts mehr gegen uns in der Hand. York muss für uns aussagen, andernfalls werden wir aus der Stadt verbannt und dem Tod überlassen. Zeig mir deine Ware.
Das glaube ich an ihn. Was aufzeichnen. Ich sehe den Menschen in der Kuppelstadtweile, fällt mir auf, wie sehr ich sie verabscheue. Sie verlangen für alles eine Gegenleistung. Nur meiner Beharrlichkeit habe ich es zu verdanken, dass man mir primitives Werkzeug übereignet hat, ohne dass ich mich dafür erniedrigen musste. Es hat sich als äußerst zweckdienlich erwiesen, die kompromittierenden Gefühle mit Arbeit auszuschalten. Ich habe Gefallen daran gefunden, aus alten Schrott nützliche Dinge zu bergen. Dennoch sehe ich schwarz für die Zukunft. Diese Stadt ist genauso verdorben wie der Rest der Welt. Mögen deine Entscheidung. So, ich muss auch wieder los. Eigentlich hast du hier nichts zu suchen. Ach. Ich hab dich gesehen. Was? Ich hab dich gesehen, wie du durch die Kuppel gekommen bist. Wer bist du? Wieso wurdest du reingelassen? Das geht dich nichts an. Dann muss ich wohl davon ausgehen, dass du durch einen Trick hereingekommen bist. So sicher, wie die Kleriker sagen, scheinen ihre Kontrollen wohl doch nicht zu sein. Und damit meine ich nicht nur dich, sondern vor allem diese ganzen Scheiß-Alps in der Stadt. Wer bist du? Ich bin Kaleb, quasi der Anführer der Berserker hier in Abessa. Ich kümmere mich um alle Angelegenheiten, die die Berserker hier als Gemeinschaft betreffen. Seit wir uns von Goliath abgespaltet haben. Ihr gehört nicht mehr zu den Berserkern in Edan? So ist es. Keiner von uns kann je wieder dorthin zurückkehren. Oder wir landen ohne Umweg direkt im Tal. Wir sind Verbannte oder welche, die freiwillig gegangen sind. Ursprünglich wurden wir hergeschickt, um ein Weltenherz zu pflanzen und dieses Gebiet in Edan einzuführen. Aber es gab Streit zwischen Goliath und Abessa. Das auszuführen würde jetzt zu weit gehen. Auf jeden Fall läuft es jetzt so, dass wir uns um unsere eigenen Belange kümmern. Scheiß auf Goliath. Was hast du gegen die Separatisten? Sie kommen hierher, in unsere Stadt. Die einzige Stadt mit der tatsächlichen Chance auf Frieden zwischen den Fraktionen. Wenn wir Berserker wüssten, wo sie eigentlich hergekommen sind, dann würden wir persönlich dafür sorgen, dass sie wieder dorthin verschwinden. Sie erzählen etwas davon, dass wir die gleichen Ziele oder Feinde hätten. Ich glaube ihnen kein Wort. Wer sagt mir, dass sie keine Spitzel sind, die versuchen, die Kuppel abzuschalten? Ihnen ist nicht zu trauen. Und wir alle wären besser dran, wenn sie aus der Stadt geschmissen würden. Du willst alle Separatisten aus der Stadt schmeißen lassen? Ganz richtig gehört. Und wir haben bereits damit begonnen. Wir können jeden gebrauchen, der uns bei diesem Vorhaben hilft. Die Separatisten aus der Stadt zu schmeißen, ist nicht ganz einfach.
Wir haben einen Augenzeugen, der einige der Separatisten gesehen hat, wie sie mit den Alps Informationen ausgetauscht haben. Wer ist der Augenzeuge? Der Berserker York hat gesehen, wie der Separatist Fenk sich mit einem Alp vor der Stadt getroffen hat. Vermutlich, um Informationen über die Kuppel auszutauschen. York ist leider unser einziger Augenzeuge, der Fenk gesehen hat. Und jetzt sagt er plötzlich, dass er sich nicht mehr sicher sei, ob es wirklich ein Alp aus Xakor war, mit dem er Fenk gesehen hat. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass York sich entweder erinnert, dass er dort einen Alp gesehen hat, oder ich sorge dafür, dass er sich nie wieder an etwas erinnert. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie ich das anstellen soll. Könnte es sein, dass York sich tatsächlich irrt? Niemals. Diesen Alps ist nicht zu trauen. Separatisten hin oder her. Früher oder später werden sie uns hintergehen. Ich sage dir, die Sache hier ist erst der Anfang. Wenn du willst, werde ich dafür sorgen, dass York nicht redet. Sehr gut. Ich hatte gehofft, dass du so entscheidest. Denk daran, dass York bei seiner Geschichte bleiben muss. Andernfalls könnte das böse Auswirkungen für unsere schöne Stadt haben. Also, geh zu York und sorg dafür, dass er nicht redet. Entweder du hilfst seinem Gedächtnis auf die Sprünge, oder du bringst ihn zum Schweigen. Das ist mir egal. Er darf niemals erzählen, dass die Alps unschuldig sein könnten. Wenn du was klaust, bist du tot. Wir müssen die Alps da... Hey, du bist doch neu in der Stadt, oder? Ja, ich bin gerade erst angekommen. Dachte ich mir. Ich hab dich durch das Tor kommen sehen. Ich muss dich was fragen. Und zwar, ob du zufällig in letzter Zeit mal in Edan warst, in der Berserkerstadt Goliath, um genau zu sein. Ich selbst werde wohl nie wieder dorthin zurückkehren können. Aber ein guter Freund von mir ist noch da. Wer ist dein Freund? Vielleicht bin ich ihm begegnet. Sein Name ist Kral. Er war damals eine Wache beim Mana-Schrein. Er hat immer gehofft, eines Tages seinen Bruder Grima aus dem Konverter retten zu können. Kennst du ihn zufällig? Ich bin Kral begegnet. Er ist tot. Wirklich? Das ist die schlimmste Nachricht seit langem. Ich war sogar schon drauf und dran, nach Goliath zu gehen und ihn dort wegzuholen. Irgendwie habe ich geahnt, dass sowas passiert. Dieses verdammte Land. Es macht mich wütend, dass ich die Kleidung der Berserker trage. Naja, trotzdem danke. Erzähl mir von deinem Leben in Edan. Was gibt es da schon groß zu erzählen? Ich habe als Werker am Schlund gearbeitet. Das heißt, ich habe Elex aus alten Maschinen gewonnen. Ich wollte eigentlich immer den Nebelkrähen angehören und mich in der Kunst der Mutationsmagie ausbilden lassen. Aber meine Eltern haben mir das verboten. Auch wenn mich das nicht aufgehalten hat, es trotzdem zu versuchen. Tja, und das war dann wohl auch der Grund, warum sie mich verbannt haben. Ich habe mir regelmäßig Mana vom Schrein abgezapft, um selbstständig die Magie zu erlernen. Irgendwann haben sie mich erwischt. Auf dem Weg ins verbotene Tal konnte ich dann fliehen und jetzt bin ich hier. Und das war's. Ende der Geschichte. Nicht besonders spannend, was? Ich möchte eure Magie erlernen. Tja, daraus wird wohl nichts. Da müsstest du dich schon den Berserkern anschließen. Sie bringen keinem Außenstehenden ihre Magie bei. Aber ich weiß nicht, ob ich dir das guten Gewissens empfehlen kann. Wem du dich anschließt, musst du schon selbst wissen. Man muss das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Was machst du da? Wer viel arbeitet, soll mal Pause machen. Ich sehe das Ganze locker. Och, so wird das nichts. Ach, der Sache kaut er schon seit Tagen vor.
Erstmal was essen. Wenn nur die Alps nicht wären. Wenn du wegen den Nahrungsrationen hier bist, dann kannst du direkt wieder verschwinden. Ich erkläre es jetzt zum 100. Mal. Da hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Ich habe weder etwas zu verkaufen, noch zu verschenken. Wovon redest du da? Wie? Du bist gar nicht hier, um deine kostenlose Ration abzuholen? Ach so, ja. Also entschuldige, dass ich so genervt war. Es ist nur... Ich hab das Ganze hier so satt. Diese Grabenkriege zwischen Berserkern und Outlaws. Als ich noch Setzer in Goliath war, war alles einfacher. Wir hatten unsere Gesetze. Und an die hat sich jeder gehalten. Warum können wir Menschen nicht einfach alle zusammenhalten? Warum gehst du nicht zurück nach Goliath? Ich bin damals freiwillig gegangen, um ein weiteres Weltenherz in Abessa aufzubauen. Aber als klar wurde, dass der Setzling nicht wuchs, hat Caleb gesagt, dass wir hierbleiben. Nein, für mich gibt es kein Zurück mehr. Ich habe mich den Anweisungen Goliaths widersetzt. Wenn ich zurückgehe, werden sie mich ohne zu fragen in einen ihrer Käfige stecken. Ich wollte ja gar nicht hierbleiben, aber Caleb weiß, was er tut und ich tue, was er sagt. Wenn du was klaust, stirbst du. Oh, ja, was gibt es? Caleb schickt mich. Was will er denn jetzt schon wieder? Ich habe doch schon ausgesagt, wie er es wollte. Die ganze Sache mit Caleb und Fang nervt mich. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Erzähl mir deine Version der Geschichte. Eins vornweg. Ich habe es satt, zwischen den Stühlen zu stehen. Ich habe Caleb im Vertrauen erzählt, dass ich Fang zusammen mit einem Alp außerhalb der Stadt gesehen habe. Es könnte auch ein Separatist gewesen sein. Sicher bin ich nicht. Mehr habe ich nicht gesehen, aber Caleb hat beschlossen, die Geschichte an die Kleriker weiterzugeben. Er hat mich gezwungen, auszusagen, dass der Alp, mit dem sich Fang getroffen hatte, ein Alp aus Xarkor war. Das wäre ja auch möglich, oder etwa nicht? Wegen der Sache mit den Separatisten. Hast du eine Idee, was ich tun sollte? Nachdenken. Was war das? Da erstmal noch Informationen sammeln. Es riecht nach Ärger. Manche Typen reißen das Maul zu weit auf. Das kümmert doch keine Sau. Es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Das habe ich schon einmal gehört. Du musst nicht alles glauben, was man so rum erzählt. Das kümmert doch keine Vergiss Sau. Vergiss es. Ich schenke an jeden nee, aus. Nee, ist klar. Die Penner können sich auf der Pissrinne bedienen, also spar dir die Arbeit. Was kümmert es dich überhaupt, wen ich bediene? Ich meckere ja auch nicht, wenn ich dich bewirte. Du sympathisierst mit ihnen? So, so. Ich sympathisiere mit niemandem. Ich mache einfach nur meinen Job. Glaub nicht, dass du hier etwas klauen kannst. Vergiss es. Ich schenke an jeden aus. Die Penner können sich aus der Pissrinne bedienen, also spar dir die Arbeit. Was kümmert es dich überhaupt, wen ich bediene? Ich meckere ja auch nicht. Glaub nicht, dass du hier etwas klauen kannst. Ja, bitte? Ich bin mal weg. Wir sehen uns später. Du sympathisierst mit ihnen? So, so. Ich sympathisiere mit niemandem. Ich mache einfach nur meinen Job. Du überlegst es dir besser noch einmal. Sonst. Sonst was? Ein falsches Wort und die Kleriker schmeißen dich aus der Stadt. Also gib Ruhe.
Die Sache ist noch nicht vom Tisch. Ich komme wieder. Dann mach das. Und bring zur Abwechslung Splitter mit. Ich bin es leid, ständig anschreiben zu lassen. Hey, komm mal her. Wir beide trinken jetzt einen zusammen. Was gibt es zu feiern? Den Sieg über die Alps. Oder hast du einen anderen Grund? Denn mir ist jeder Grund recht. Hauptsache, ich kann mir etwas in den Rachen schütten. Sieg über die Alps? Wovon redest du da? Na, der bevorstehende Sieg. Oder traust du ihn uns nicht zu? Sag jetzt ja nichts Falsches. Sicher, was immer du meinst. Dann nimm einen Schluck. Hier, mein Freund, auf kommende Zeiten. Und jetzt erzähl mir von deinen glorreichen Taten. Oder hast du bisher nur deinen Arsch breit gesessen und andere für dich kämpfen lassen? Genau das habe ich getan. Ah, ich merke schon. Du redest nicht gern über deine Vergangenheit. Ist wohl auch besser so. Ist wahrscheinlich sowieso nur ein langweiliges Gesülze. Schätze, es gibt hier irgendwo noch eine Mülltonne, die geleert werden muss. Also Abmarsch! Warum bist du nicht in Edan bei den anderen Berserkern? Weil mich ständig Typen anquatschen und ich deswegen nicht vom Fleck komme. Aber ich mach's mal kurz. Mit denen habe ich nichts mehr gemein. Früher oder später hätten sie mich eh ins Tal verbannt. Aber da bin ich ihnen zuvorgekommen. Hier bist du frei von lästigen Gesetzen und du wirst nicht zur Arbeit auf den Setzlingfeldern verdonnert, um Dampf abzulassen. Das kannst du hier viel einfacher haben. Dein Ruf eilt dir voraus. Jetzt sag bloß, dieser Jammerlappen Riley lag dir in den Ohren und hat sich das Maul über mich zerrissen. Es ist längst überfällig, dass ihm jemand einen Besuch abstattet. Dieser verlogene Kerl erzählt überall rum, ich hätte mich an einer dieser Ödlandhuren vergriffen. Was er aber verschweigt ist, dass sie sich von jedem hat besteigen lassen. Und als ich meinen Spaß mit ihr wollte, hat sich das Luder geweigert. Also habe ich ihr den hübschen Schädel zertrümmert. Dumm nur, dass sich die Sache rumgesprochen hat. Und die Wachen mich nicht aus den Augen lassen. Wenn aber ein Neuer einen Streit mit ihm anfängt, würde niemand mich im Verdacht haben und ich kriege, was ich will. Mach ihn also fertig und kassiere im Anschluss bei mir den Lohn dafür.